Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist mehr so ein Let's Show, Let's Guck mal rein, Laber, Flash, Flatrate Games Video. Aber schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Denn ich habe ja versprochen, dass ich mal um Silvester rum einfach mal so in die Vergangenheit mit euch reise ein bisschen und in die Zukunft gucke, was könnte auf diesem Kanal so ein bisschen passieren. Wenn du gerade, ich glaube, das werde ich auch als Kanal-Intro nehmen, wenn du schon mal auf meinen Kanal gestolpert bist, dann schau doch mal rein, ob es dir gefällt. Ich bin der Flatrate, zu diesem Zeitpunkt des Videos 34 Jahre jung. Und ich zock schon, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, Nintendo erfunden oder so. also ich habe schon Atari 2007 oder 2600, guck's mal nach, das ist die, so eine ganz alte Spielkonsole. Totale fette 3D-Grafik, das muss so... Boah, wie alt war ich da? 10, 11, 12 Jahre. Ich weiß, vor 14 Jahren, also schon eine lange Zeit her. Da gab es den Gameboy noch gar nicht. Und da habe ich schon Konsole gezockt. Deswegen. Aber in diesem Video... Ja. Ja, was will ich sagen? Also hier gibt es kein irgendwie großartiges Konzept. Ich habe keinen Leitfaden, was ich erzählen will. Ich will einfach mal... quatschen, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Warum nichts hochgeladen wurde, das habe ich zwar schon Kurzversion davon, was ich jetzt vorhabe. Und ja, ein bisschen über mein Real-Life quatschen, aber auch nicht allzu tief, weil ich will so ein bisschen... Einige Sachen muss man nicht von anderen Menschen wissen, ne? Nur weil ich momentan so ein paar Herausforderungen habe und das möchte ich euch vielleicht wissen lassen, denn ich wollte mir schon längst einen neuen PC gekauft haben. Und das ist momentan so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ich würde aber sagen, starten wir einfach mal hier mit meinem Kanal. Einfach mal ein paar Zahlen abchecken, was so abgeht. Und ja, ich nehme dich mit auf eine kleine Reise, wenn du Bock hast. Über Kommentare jeglicher Art freue ich mich natürlich. Ich würde sagen, starten wir mit dem Kanal. Ich habe so ein bisschen Musik am Laufen. Ich hoffe, die Musik passt so einigermaßen. Manchmal passt sie nicht. Ich habe jetzt keine Playlist oder sowas irgendwie angepasst. Sollte aber irgendwie passen, ne? Ja, schauen wir mal hier auf diesen tollen Kanal. Ich müsste das Banner hier mal verändern, obwohl, das sage ich ganz klar, es wird zu World of Tanks vielleicht was geben, was es ersetzt. Ich probiere da gerade ein bisschen was rum. Es nennt sich Armored Warfare. Das ist so der, ja, die Kopie von World of Tanks. Wahrscheinlich die bessere Kopie. Der bessere Bruder. Aber ich habe es einmal jetzt kurz gezockt. Ich kann es zocken auf diesem tollen Laptop hier. Aber ich habe von der Usability bin ich überhaupt nicht klargekommen im ersten Match. Es fühlt sich total anders an. Ne? Man will lieber noch World of Tanks dann zocken, aber man weiß ganz klar, World of Tanks Matchmaking ist scheiße. Diese Goldmunition, wo man überhaupt nicht mehr beachten muss, wo man reinschießt, sondern einfach nur abdrückt. Klar muss man noch entscheiden, wo man hinschießt. Kann immer noch bouncen in Gold, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Früher konnte man sich anwinkeln oder nur die harte Seite zeigen, es interessiert fast gar nichts mehr. Tiefe Wanne geht eigentlich alles rein. Ja, schauen wir uns mal den Kanal an. 1153 Abonnenten darf ich hier auf diesem Kanal bis jetzt begrüßen. Wahrscheinlich bist du einer davon und wenn du hier rüber geflogen bist über den Kanal und hast noch kein Abo dagelassen und dir gefallen die Inhalte, dann lass doch ein Abo da. Tut da nicht weh. Und wir YouTuber kriegen zwar kein Geld dafür, dass du ein Abo da lässt, aber was so das aus meiner Sicht so, dass die wahre Währung von YouTube ist, ist ein Kommentar da lassen. Ein Like kann man auch da lassen, aber aus meiner Sicht reicht das nicht. Ein Kommentar da lassen, was kommentieren, was fragen, was weiß ich. Ich schreibe da gern zurück. Das ist so, warum ich das überhaupt mache. Weil ich könnte diese Spiele auch für mich alleine zocken. Und meine Ruhe haben. Nee, aber ich mag witzige Sachen teilen, in-game. Für der eine oder andere, der mich ja schon kennt, weiß, dass ich manchmal ziemlich Blödsinn laber. Witzigen Blödsinn, irgendwelchen verquerten Situationskomik-Scheiß. Und, da ist Silent Partner mit Jupiter. Unten rechts ist die Playlist, seht ihr ja, ne? 20 Titel drin. Ist alles aus der YouTube-Library runtergeladen. Also alles kostenlose Musik, die man für seine YouTube-Videos benutzen kann. Ich habe ein bisschen danzigen Sound benutzt. Stehe auf Dance. Ich persönlich höre ich gerne Hardstyle, manchmal auch Hands Up. Dubstep eigentlich überhaupt nicht so, außer also es ist so wirklich
Melo, ich brauche so melodische Musik, so Trance höre ich auch ab und zu. Ist schon geil. So, 100.153 Abonnenten. Was mich hier so an Zahlen, Statistiken interessiert oder was mich begeistert, ist, dass 235.000 Aufrufe passiert sind, ne? Das ist einfach nur krass. Hätte ich nie gedacht, über eine Viertelmillion. Aber so ist das mal. Das ist auch noch klein, diese Zahl. Da bin ich ganz klar bei euch. Über ein Jahr habe ich jetzt nichts hochgeladen. Ich bin jetzt kontinuierlich am Uploaden, auch nicht jeden Tag. Ich lade sie halt eben so hoch, wie es mir passt. Und wie ich auch momentan derzeit kann. Momentan bin ich beim Kumpel. Da darf ich kurz mal überleben, übernachten, so kann man das sagen. Aber derzeit, die harte Lage ist derzeit, ich bin obdachlos. Ich stehe auf der Straße und ich kann zwar hier pennen, aber ja, gab halt im Ärger Silvester, ne? Das ist vielleicht zu der privaten Lage. Möchte nicht so sehr ins Detail gehen, weil es einfach noch ein bisschen in meinen Knochen steckt. Ist noch ein bisschen Emotionen drin und ich habe auch mit der betroffenen Person, wo da was passiert ist, geredet und naja, ich hatte vor einer WG gelebt. Und jetzt will und kann ich da nicht mehr leben. Und jetzt bin ich lieber obdachlos, anstatt mich dauernd abzufacken, ne? Vielleicht kann der eine oder andere das verstehen. Wahrscheinlich seid ihr jünger als ich, deutlich jünger, weil ich bin 34. Das macht aber überhaupt nichts. Denn ich gucke niemals aufs Alter. Ich gucke immer, wie geistig reif ist so ein Mensch, ne? Wie kann man miteinander klarkommen, ne? So ein harmonischer Mensch, der ja in Liebe, in Geborgenheit, Zärtlichkeit sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist aber Attribute, die jeder Mensch prinzipiell nachstrebt, ne? Ja. Und momentan ist halt eben so, dass ja, hier steht ein fetter PC vom Kollegen. Ich habe da auch heute was aufgenommen. Neues Spiel, das kommt morgen raus. Das werde ich zeitgleich mit dem Video hier veröffentlichen. Also mit diesem, mehr ist denn das, ist so ein Podcast in der Art, ne? Und hier steht ein 3000-Euro-PC, das ist aber 2 Jahre alt oder so. Und der kann schon natürlich die neueren Sachen hochklöpseln. Bedeuten 22 Minuten Let's Play aufgenommen. Das hat über 2 GB gehabt, ne? Ich hatte vorher eine 6-Mbit-Leitung, da kann der Junge ungefähr. Der Upload ist meistens noch schlechter. Ich meine, mit 100 Kilobyte habe ich hochgeladen die Sekunde. Da kannst du gar keinen 2 GB hochladen. Das dauert ja fast einen Tag. Ich war immer froh, wenn meine Teile, die ich auf diesem PC hier gemacht habe, auf dem Laptop, also der Laptop ist 2 Jahre alt, hat 500 € gekostet, wenn der 300-400 MB schon hatte, so ein Hochladefile, man musste das schon 1, 2, 3 Stunden hochladen. Das musste ich meist über Nacht dann jetzt machen, letzten Tagen. Ne? Das war auch aber dann noch schon in der Vergangenheit. In meiner WG habe ich noch meinen PC, meinen anderen, aber ich komme da erst dann nächst dran. Die Teile sind sicher, macht euch da keine Sorgen. Auch Kalle ist sicher, der ist auch noch da. Und der wird sich auch gekümmert. Aber ja. Ich brauche halt eben jetzt erstmal ein neues Zuhause mit guter Leitung. Also der Kollege, der hat ja 120 Mbit. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Wenn du damit 10 Megabyte die Sekunde runterlädst und 2 Gigabyte so in einer Stunde hochlädst. Ja. Das sind schon so Zahlen, wo man sagen möchte, da möchte man hin, ne? Das macht Bock. Schweif so ein bisschen die Themen mal so an. Und ihr seht ein statisches Bild und ich habe so ein bisschen hier oben was vorbereitet, wo wir darüber quatschen können. Schweifen mal wieder hin und her. Ich habe Bock mit euch mal in die Analytics hier zu gehen. Das ist einfach, ja, das alle Zahlen, Daten, Fakten zu meinem YouTube-Kanal derzeit. Ich stelle hier oben einfach mal komplett auf 30 Tage ein. Und dann sagt er genau, was abgeht, ne? Ich habe in den letzten 30 Tagen 3.500 Aufrufe gebaut. Mit euch zusammen, ihr wart das. Ihr habt da rumgefluselt, was ich geil finde. Ganz klar ist, dass ich hier mit YouTube, das ist ein Hobby für mich. Ich werde auch keine Upload-Pläne oder sowas machen.
Also ich werde euch nicht sagen, wann was so hochkommt. Denn das habe ich im Leben für mich persönlich irgendwo beschlossen, schon seit langem. Ich mache mir einfach keinen Druck mehr. Ich lasse mir auch keinen Druck machen. Ich nehme es so, wie es ist. Und ich tue auch nur das, was mir Spaß macht. Deswegen mache ich das ja YouTube. Deswegen habe ich auch über ein Jahr nichts hochgeladen, weil ich auf mein Herz gehört habe. Es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und jetzt sind die Umstände eigentlich noch schwieriger, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe wieder Lust. Das ist der Unterschied. Ich habe zwar noch nicht den super PC. Ich habe derzeit eine gute Leitung. Ich habe nur partiell einen super PC hier stehen. Und morgen lade ich das Video ist gerade im Hintergrund auf dem großen Fernsehmonitor. Es ist am Hochladen. Es ist schon zu 71% verarbeitet und es ist schon hochgeladen. Das 2 GB-Ding da, 20 Minuten von einem ganz besonderen geilen Survival-Game. Singleplayer, könnt ihr mal reingucken, mir fällt es super geil. Ich nehme auch gleich noch ein paar Folgen auf. Und, aber ich mache mir einfach keinen Druck. Ich tue das, was mir Spaß macht. Und das ist eine sehr gesunde Einstellung, nicht nur für meine persönliche Gesundheit, sondern auch für meine Psyche. Denn ich habe in den letzten 34 Jahren gelernt, dass Druck mir nicht gut tut. Außer man macht sich selbst Druck oder setzt sich Ziele. Druck, sich selber Druck machen, ist so der falsche Ausdruck dafür, finde ich, sondern man muss sich irgendwie selber Ziele setzen. Und sie dann auch in Unterziele unterteilen und dann Stück für Stück abarbeiten. Aber wenn man mal irgendwie für ein Ziel, was eigentlich nur einen Tag dauert, eine Woche braucht, dann tut's auch nicht weh. Das interessiert keinen. Auch wenn andere Menschen dann einen bewerten und sagen, das hast du aber blöd gemacht und das geht schneller, du faule Daube. Dann lass die Leute kommentieren. Leute wollen gerne kommentieren. Leute wollen gerne flamen, wollen andere Menschen beurteilen. Das ist wahrscheinlich dieses blöde Hartz-IV-TV, so will ich es mal nennen. Nichts gegen Hartz-IV-Empfänger. Ich bin wahrscheinlich demnächst auch wieder Hartz-IV-Empfänger. Ich war es schon mal und, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses, na, RTL, RTL 2, Sat.1, mitten im Leben Scheiß da. Einfach Verdummungsfernsehen. Ne? Nichts gegen RTL-Leute, es sind bestimmt gute Leute dabei, aber ich würde da kündigen, egal wie viel Geld ich bekomme. Das muss jeder selbst wissen. Ist ja den ihr Leben, nicht meins. Und ich will auch gar nicht beurteilen. Wenn du jetzt hier zuhörst, du bist von RTL, dann verurteile ich dich gar nicht. Kann ich auch gar nicht. Darf ich auch gar nicht. Aber du solltest dir für dein Leben überlegen, was für Werte schafft man im Leben, ne? Und mit Let's Plays möchte ich meinen Spieltrieb, diesen ungebremsten Spieltrieb seit, boah, ich weiß es gar nicht. Ich habe schon immer Gesellschaftsspiele gemocht. Und als ich die erste Konsole von meinen Eltern damals, die haben die gekauft, diese Atari 2006 oder 2007 hatte, ich weiß ja die Zahlen nicht, Google mal, guck dir das Ding mal an, das sieht lustig aus. Da war schon der Spieltyp richtig geweckt und dann gab es dann irgendwann Super Nintendo, ein Game Boy, ich hatte einen Amiga 500, ich hatte den ersten Pentium 60 mit 60 Hertz hatte ich. Oder war es schon 60 Megahertz? Ich glaube eher 60 Megahertz, ich weiß es nicht. Der hat damals auch richtig viel Asche gekostet, von meinen Eltern gekauft. Ja. Und diesen ungebremsten Spieltrieb mit meiner Leidenschaft, Menschen gerne zum Lachen zu bringen, möchte ich hier einfach zum Meisterwerk bringen, ne? Und wenn YouTube irgendwann mal Geld einbringt, dann freue ich mich. Und ich werde auch irgendwann ein Netzwerk beitreten, weil erstens darf ich dann meine Videos monetarisieren. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, macht da einfach den Adblock aus und guckt euch Werbung an. Das ist einfach nur 4 oder 10 Minuten, 10 Minuten, 4 oder 10 Sekunden Clips, dann könnt ihr weitermachen. Aber dafür mache ich das nicht. Es muss Spaß machen. Das ist so wichtig. Aber wenn ein Netzwerk beitritt, das hoffe ich mir, dass ich dann ein gutes Netzwerk treffe. Wenn ihr einen Tipp habt für ein Netzwerk, dann gerne rein in die Kommentare oder wenn ihr Connection zu einem Netzwerk habt, das gut ist, dass die Leute wirklich unterstützt, dann bin ich gern dabei. Nehmt mit mir Kontakt auf Facebook, hier auf YouTube. Und vom Netzwerk erwarte ich so, dass es irgendwie andere YouTuber miteinander verknüpft. Dass da dann irgendwie so mehr Inhalt geschaffen wird für beide Abonnenten der YouTuber. Da kann man Spaß draus machen, weil ein Let's Play so alleine für sich aufnehmen ist die eine Sache. Aber so ein Let's Play Together, wo man ein bisschen Scheiße labert, vielleicht der ein oder andere erinnert sich. Broken. Wo ich Minecraft mit ihm aufgenommen habe, ne? Wenn dich interessiert, also ich habe mit Broken mich persönlich kennengelernt. Ich habe knapp 3, 4, 5 Tage bei ihm gepennt. Seine Frau kennengelernt. Ja.
toller Mensch. Und momentan haben wir einfach keinen Kontakt und ich habe Kontakt gesetzt, aber man kommt momentan schlecht an ihn ran. Vielleicht will er das einfach so, das ist doch okay so. Aber diese Minecraft-Folgen sind einfach legendär. Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Und wenn du es mal sehen möchtest, geh einfach auf meinen Kanal. Kann ich dir kurz zeigen hier? Wir sind ja visuell. Gehst auf die Playlists hier. Und haben wir ja alles. Let's Pro, ne, das ist World of Tanks. Achso, hier sind die weiteren Elemente. Dup, 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 dup. Mit Broken Geminecraft-Head. 21 Videos habe ich jetzt hier hinterlegt. Ja, herzlich willkommen zu. Genau. Es ist einfach nur legendär. Es gibt so viele Zuschauer. Es hat 5.900 Views, das erste Video. Und ich hätte das gern weitergemacht, obwohl Minecraft wäre heute nicht das perfekte Game, aber wir haben uns so geil gedisst. Wir haben uns so auf dem krassen geilen Level gedisst. Ich habe so die Frau gespielt, er so der Mann und hat mich auch sterben lassen, der blöde Wichser. Nett gemeinter Wichser, ne? Dieser blöde Penner. Ich bin seine Hure. Ist alles leichter Diss. Das nächste wieder 2.600 Views. Ja, ist schon lecker, ne? Ist lustig, ne? Können auch gerne mal Broken abonnieren. Er lädt zwar jetzt letzten 4-6 Wochen nicht mehr hoch, aber ich glaube, da kommt noch mal was, ne? Den könnt ihr mal abonnieren. Wenn ihr noch abonnieren könnt, das ist hier mein Let's Play-Kollege, der Deathwing. Hier, Deathwing Gaming, hier auch rechts auf dem Kanal. 20 Jahre Hamburg. Hat auch guten Content, ne? World of Tanks, Warcraft, nicht Warcraft, War Thunder. Ja, einfach mal abonnieren. Einfach eine nette Empfehlung. Wenn ihr nach netten Videos sucht. Und, das ist einfach legendär hier, dieses Minecraft. Ich habe mir das letztens nochmal angeguckt. Was das letzte ist, schon wieder was her? War einfach geil. War einfach geil. Ich lache mich selbst über meine Sch die Scheiße, die wir da gemacht haben, ist einfach geil. Es ist mehr Gelaber und wir labern so einen Scheiß, ey. Und dissen uns so geil. Das ist so Bock. Das ist so Bock. Was für ein tolles Deutsch, ne? Komme ich hier nochmal zurück? Playlists. Alle. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. Gronkh ist das erste Mal sich selbst, okay. Gronkh, ein geiler Let's Player. Ich liebe ihn. Der hat alles, 202 Videos habe ich schon hochgeladen, ne? Was heißt erst, ne? Das ist, da geht eine Menge. Ja, das ist ein Video von Shroud. Shroud, ein guter das ist ein Streamer, der Counter-Strike streamt, aber das wollte ich jetzt nicht zeigen. Weil ich momentan Counter-Strike Go viel zocke. Würde ich dann hin hier, mein Kanal. Ja, kurze Hilferuf an dich. Wenn du Counter-Strike Go zockst, du bist so 16 plus, du kannst dich, auch wenn du 15 bist, und du kannst dich im Erwachsenen irgendwie benehmen, ne? Nicht Kinder, du weißt, was ich meine, ne? Auch mit Erwachsenen so ein bisschen klarkommen. Denn wir suchen noch Leute für unser CSGO-Team. Nicht jetzt ESL-mäßig, sondern einfach so entspannt competitive zocken. Also wie heißt das auf Deutsch? Ihr wisst schon, 5 on 5 da, ne? Auf diesem Modus da. Ich hüpfe so ein bisschen hier gerade. Denn ich wollte da was zeigen. Was auch noch gut von mir ist, das weiß ich. Nicht wie die alten World of Tanks Folgen, die kann man sich bestimmt. Ja, da, Let's Play Minecraft. Gibt doch einige Leute, die gesagt haben, Flatrate, das ist auch geil. Da hab ich aber allein gezockt. Und ich habe da auch viel Blödsinn gemacht. Und da sind wir eigentlich schon da, so was ich momentan zocke. Hurt World, das ist was vom Deathwing. Oh, da müsste ich noch ein bisschen in die Playlist was rein adden, weil da haben ein paar mehr Videos gelaufen. Robocraft. Das ist so der derzeit World of Tanks Ersatz, aber ich habe derzeit auch nichts mehr aufgenommen. XCOM Enemy Unknown. So ein Strategie-Shooter gegen Aliens, aber das ist Strategie halt, ne? Aber nicht Realtime, sondern Echtzeit, sondern rundenbasiert. Turn-based. Und mir gefällt's, aber euch gefällt das nicht so ganz, das merke ich. Also die Klickzahlen sind bei Robocraft momentan so ein bisschen mehr.
Und Clicker Heroes. Clicker Heroes ist so, ja, es ist so kein Spiel, das ist einfach eine Lebenseinstellung, ne? So will ich es einfach mal behaupten, ne? Und was wird denn next kommen? Also, wenn ich einen guten PC habe, dann möchte ich gerne etwas Größeres spielen. Und zwar Counter-Strike Go. Also, CSGO. Also Counter-Strike Global Offensive. Könnte interessant sein, ich bin da momentan Nova 1, Gold Nova 1. Ich war mal Gold Nova 4. Aber ich deswegen suchen wir auch momentan Mates. Wir sind so manchmal 2, 3, 4 Leute. Aber ich hätte gern so der permanent 3, 4, wenn nicht sogar am besten 5 Leute immer da, dass man zusammen zocken kann. Weil es ist echt nervig, was da so abgeht. So ganz Osteuropa und zockt mit uns. Und ich habe zwar nichts gegen Russen und jemand aus der Ukraine, aber es sind, oder Polen oder sowas, aber es sind meist irgendwelche Kinder dabei. Die haben manchmal einen Stimmbruch und dann kommt da, Raspi! Oh, ach Gott, das ist einfach. Man braucht einfach ein Team in CSGO, ist ja ein Teamgame. Und wenn ihr Bock habt, schreibt mich in Steam an, Flatrate, ganz einfach. Ihr kennt ja meinen, hier oben ist ja mein Logo, das habt ihr auch in Steam. Aber wichtig einfach nur, wenn ihr Abonnent seid von mir. Und ihr wollt mich so in Steam adden, dann könnt ihr es gerne tun, aber wichtig ist, dass ihr auch meine Privatsphäre so ein bisschen versteht. Wir können ab und zu mal plauschen, mal kurz schreiben, aber ich kann nicht jeden Tag mit euch chatten, das ist schon ganz klar, weil ich will auch zocken. Und wir suchen einfach ein paar Mates, ein paar coole Leute, 15, 16 könnt ihr sein, aber ihr müsst euch erwachsen benehmen, ihr müsst wissen, was abgeht. Und natürlich, wenn ihr älter als 16, 15, 16 seid, 18, 20, wir haben jemanden, wir haben 28-Jährigen dabei, mich als 34-Jährigen, ich habe 40-Jährigen dabei als Teamkamerad. Deswegen, wir sind schon die ältere Generation. und da können wir halt eben keine, das hört sich mal so böse an, aber wir können keine gebrauchen, die es nicht angesprechen, benehmen können, ne? Wir machen auch viel Scherze, wir sind total albern. Das wisst ihr von meinen Let's Plays, kann es gar nicht sein. Aber würde mich halt eben freuen, wenn es da irgendwie was zusammenkommt. Ja. Was könnt ihr kommen? Counter-Strike Go würde ich zocken. Ja, mein Kumpel, der zockt auch Hearthstone, also das ist von Blizzard, dieses Kartenspiel. Vielleicht kommt das auch mal bei mir, weil er hat mich so ein bisschen infiziert damit. Ich habe das schon mal gezockt direkt am Anfang, aber es war nicht so meins. Ich bin auch nicht natürlich jetzt der Hearthstone-Profi, aber es ist witzig. Wenn ihr das gut findet, würde ich mich freuen. Und wenn nicht, dann lade ich trotzdem hoch. Das will ich mal dazu sagen. Ja, Birdworld macht Bock. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich dieses Game gerne tauschen. Und zwar gegen Ark Survival Evolved. Ark ist momentan so das beste Survival-Game, weil es einfach... Das ist mit Dinosauriern. Man kann Dinosaurier zähmen. Die Dinosaurier kacken. Die Menschen kacken. Du kannst die Kacke aufnehmen. Du kannst da Dünger draus bauen. Du kannst eine Hütte bauen. Du kannst fetten T-Rex reiten. Du hast da Levels, wo du aufsteigen musst. Das ist fast schon ein MMO. Aber alles auf Survival-Style. Du hast da Tribes oder Clans oder sowas. Und ich hätte auch Bock, da komme ich gleich mal zum Thema Community, viel mit euch zu machen. Da sage ich aber gleich was zu. Denn ich bin erst bei diesem Survival-Game, weil Ark ist momentan so das beste Survival-Game, was wo abgeht. Aber es... Ich weiß nicht, ob das mein PC kann. Und es war letztens im Steam-Sale. Ich habe es so ein bisschen verpasst, weil ich gerade da sehr viel Trouble hatte, weil ich obdachlos war, dies, das, jenes. Ich bin immer noch obdachlos, aber ich hoffe, dass ich bald meine eigene Bude habe. Ich muss das alles noch amtstechnisch in die Wege leiten. Es ist momentan so ein Weg... Einfach ein absoluter Turning Point in my life, also so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich einfach mal, wenn mein Leben wieder in den Griff kriegen muss, bin ich ganz ehrlich zu dir, zu euch. Jetzt hüpfen wir wieder so ein bisschen. Ark sollte auf meinem PC laufen, hieß es immer, und wir müssen es mal ausprobieren. Ja, und sonst würde ich gerne Ark zocken mit euch. CSGO. Ich würde sogar CSGO so weit bringen, dass ich Tutorials da mache, weil ich bin nicht schlecht in CSGO. Aber es funktioniert noch nicht bei mir. Es ist noch nicht ganz rund, weil ich zocke ja auch im Laptop. Das ist ja auch scheiße. Wenn man einen richtig guten Bildschirm hat, wenn man einen guten PC, auch gut sitzt, ne, mit einem fetten Sitz. Einem fetten Sitz, ne, für fette Leute. Guten Schreibtisch und so weiter, dass man da einfach besser zockt als wir am PC. Da hätte ich Bock drauf. Ark.
ne? Geile Grafik, geiles Spiel mit coolen Leuten, weil Survival alleine ist so ein bisschen langweilig. Wo hätte ich denn noch Bock drauf? Ja, ich hätte Bock auf das Spiel, was heute parallel zu diesem Video hochgegangen ist, wo es auch um Survival geht, aber Singleplayer. Schaut mal rein, lasst mal eine Bewertung da, Quatsch, Kommentar da, was ihr davon haltet. Ich werde vielleicht gleich noch ein paar Folgen aufnehmen. Ich brauche jetzt einfach einen neuen PC. Ich brauche erstmal ein neues Zuhause mit Kalle. Ich liebe dieses geile Vogelfiech, das ist so geil, ich vermisse ihn. Der liebt mich. Eine geile Internetleitung. Und mich dann voll und ganz meinem Hobby widmen. Let's Plays. Leute glücklich machen mit meinem Gequatsche. Aber ich will euch nicht nur glücklich machen mit meinem Gequatsche und irgendwie hinter meinem einsamen, hinter meinem PC sitzen. Und jetzt will ich was das Thema Community kommen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon aufnehmen. Ich gucke jetzt mal gerade hier. Schon 25 Minuten quatsche ich mir hier was von der Seele, aber ich glaube, du hörst das sehr gerne. Ich weiß nicht, ob meine Stimme so angenehm klingt. Ich kann mich meist immer selbst nicht so wirklich hören. Aber, na gut. Aber wer meine Stimme nicht mag, wer meine Art nicht mag, der abonniert mich auch nicht, ne? Egal wie tolle Witze ich reiße. Und genauso ist es auch mit der Leidenschaft zu PC-Games. Und zum Let's Playen. Ne? Mich muss man einfach mal so verstehen, warum. Also ich war damals in der Schule immer der Klassenclown. Ich komme gleich noch zum Thema Community, nicht vergessen. Ich war immer der Klassenclown, ich habe immer so um Aufmerksamkeit gebuhlt. Dann habe ich meine Ausbildung als Energieelektroniker gemacht. Ist auch vollendet. Parallel habe ich noch Pizza ausgefahren. Und da war schon so der erste Kontakt zu Menschen dazu, so kundenkontaktmäßig. Und ja, das war toll. Nur diese 2 Minuten an der Haustür, da war mein Ziel immer, diese Menschen zum Lachen zu bringen. Das gelingt natürlich nicht bei einem Menschen, weil einige Menschen ja einfach zum Lachen in den Keller gehen. Ja. Und so wollte ich dieses Klassenclown mit Menschen zu tun zu haben, ihnen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, wollte ich kombinieren. Und ich bin erst in den Verkauf gegangen, Vertrieb, Verkaufen von Produkten, Dienstleistungen. Ich war da einigermaßen erfolgreich, aber irgendwann hat mich gemerkt, dass das macht mich einfach nicht mehr glücklich. Und dieser Wendepunkt war dieses letztes Jahr, wir haben schon 2016. So, ich habe mich daran gewöhnt, ich bin noch 2015 mäßig im Kopf, weil das Jahr ging auch so schnell so rum. Vielleicht ist es bei dir ja auch so. Und es gab so damals sogar schon Klassenkameradinnen, die gesagt haben, du, René, ist ja mein Vorname, René, mach irgendwas mit Comedy. Du bist dafür prädestiniert. Ne? Ich sah auch so ein bisschen aus wie Axel Stein. Ist ja auch, aber der hat ja ein bisschen abgenommen, der Axel Stein. Kennt er vielleicht von Feuer, Eis und Dosenbier. Aber ich, als er dick war, ich bin so ein bisschen dicker, ne, hab so ein bisschen was zum Knuddeln an der Hüfte. da sah ich dem sehr ähnlich. Gibt sogar Bilder davon. Aber wenn ihr direkt fragt, hey, wie siehst du denn aus? Ich sag eins dazu, ich werde zu diesem Zeitpunkt noch kein Bild und Foto, noch kein Webcam-Video oder sonst was von mir oder Vlog von mir raushauen. Es wird dann eine Art Podcast sein, weil ich einfach, wenn dieser Kanal mal größer wird, muss man sich entscheiden, ob man sich irgendwann zeigt. Wenn man sich vorher schon gezeigt hat, das Internet vergisst nicht, kann man nicht mehr guten Getrostes über die Straße gehen. Ich erinnere an Gronkh, der auch aus Köln kommt. Der wird überall erkannt. Oder Unge, ungespielt, Simon. Der kann durch Köln nicht ungefunden durch die Straße gehen. Der wird immer, und es gibt ja große Let's Player, zum Beispiel Gomme HD, weil der hat 1,3 Millionen Abonnenten oder sowas. Der hat sein Bild nicht heute noch nie gezeigt. Und das aus gutem Grund, weil er einfach noch ein Leben haben möchte. Das kann ich auch verstehen und vielleicht, aber ich hab Bock, mich zu zeigen, ne? Aber das wird erst ganz spät erst passieren. Da müsst ihr mir schon ganz sehr treu sein und sagen und mir Mut machen, dass ich mich mal zeige. Und so bin ich ja Klassenclown gewesen und hab dieses Comedian-mäßige ja, nie so wirklich ausgelebt, ne? Und man kann ja sein Hobby zum Beruf machen mit YouTube. Das wäre so mein Ziel. Aber es ist aber auch ohne Druck zu erreichen. Mit Spaß und Freude. Ich wollte sogar schon mit einem Kollegen einen Sketch-Kanal aufmachen, so ein
Sowas wie Waititi oder wie Ape Crime oder sowas, ne? Nur ein bisschen niveauvoller. Obwohl Waititi ist, glaube ich, Niveau drin. Obwohl ich habe die nie so richtig geguckt, aber Ape Crime finde ich ziemlich kindisch. Und ich will mir so ein bisschen noch treu bleiben. Ich bin auch selbst nochmal das Kind im Manne, deswegen zocke ich auch noch mit 34. Ich werde immer zocken. Ich werde bis vor meinen Tod, wenn ich in die Urne gehe, werde ich zocken. Und wenn ich am PC begraben werde, ist mir scheißegal. Oder was es später mal geben wird. Irgendwelche Virtual Reality-Räume, die man zu Hause hat, wo man dann mit so einem Lederlackanzug durchgeht, der alle seine Bewegungen abtastet und dann geht man da durch und schießt die Leute kaputt. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist eine coole Geschichte. Ja, ich hätte absolut Lust, mit euch was mehr zu machen, mit dir was mehr zu machen. Momentan ist es noch möglich, mit mir sehr direkt Kontakt zu haben. Man kann sich Steam adden, auf Facebook mit mir schreiben, auf YouTube kommt, glaube ich, nicht so wirklich was an Privatnachrichten. Ich glaube, YouTube hat das ziemlich kaputt gemacht. Hat hier, seht ihr, ich habe hier den Commander Krieger. Das ist so fast schon Glaubensgenosse. Mit dem würde ich auch mal gern Kontakt haben. Der wohnt ja nicht weit weg von Köln. Ist, glaube ich, genauso alt wie ich oder ein, 2 Jahre älter. Und der hat auch gesagt, dass das total kaputt gemacht wurden, die privaten Kommentare oder die privaten Nachrichten in YouTube. Es ist nicht wie in Facebook, wenn du mehrere Nachrichten hast, dann, wenn jemand mit dir wieder schreibt, dass diese Nachricht dann nach oben kommt. Nein, diese Nachricht bleibt irgendwo unten und dann findest du ihn gar nicht mehr wieder. Also, gut, dieses Problem habe ich noch nicht, weil ich gar keine Nachrichten bekomme. Aber wenn ihr was schreiben wollt, kommen wir auch noch hier zum Thema. Zum Thema Facebook. Wenn ihr mich noch nicht geliked habt, ich habe 191 gefällt mir es hier, würde mich wie auch über Interaktion freuen. Und hier werden auch immer so aktuelle Sachen gepostet. Ne? Wenn ich ein Video hochlade, wird es da gepostet. Ab und zu frage ich mal was, wie geht's euch, was wollt ihr sehen und so weiter. Und ich mag Interaktion, weil das ist mein Hobby. Und ein YouTuber lebt davon, dass er Interaktion mit seinem Publikum hat. Das ist mehr als Geld wert. Und das macht mir eine richtig Spaß. Ich habe Bock, mit euch Hangouts zu machen, wo ihr ins Hangout kommt und einfach Fragen stellt. Ich habe Bock, mit euch Counter-Strike Go zu zocken oder Hurt World oder Ark oder Hearthstone oder whatever. Ich habe Bock darauf. Und wenn ihr darauf Bock habt, seid ihr ganz herzlich eingeladen, weil das ist Community, da habe ich Bock drauf. Und jetzt, ich will sagen, ich bin noch ein kleiner Let's Player. Wenn ihr euch Broken anguckt, gehen wir mal auf Übersicht. Ich habe mit Broken damals zeitgleich angefangen. Ich habe 1153 Abonnenten. Und wenn wir auf Broken jetzt gehen, der Kerl hat 33.000 Abonnenten. Wir haben zeitgleich, der hat 1, 2 Monate vor mir angefangen. Der hatte auch 300 Abonnenten. Da haben wir uns kennengelernt. Wir haben gemeinsam World of Tanks aufgenommen. Wir haben gemeinsam Minecraft aufgenommen. Und ich habe alles in Playlists bei mir drin, bei mir auf dem Kanal, wo ich mit Broken gezockt habe. Ach, sind herrliche Runden, das ist immer wieder geil. Wir haben uns gegenseitig so befruchtet im Dissen, im Witze geben, im Bälle sich zuspielen. Das hat so Spaß gemacht. Ich vermisse die Zeit, würde es auch gern wieder haben, aber wenn sie nicht mehr kommt, okay. Es kommt irgendwann jemand anders. Ich kann nicht ein Leben lang auf Broken warten. Broken, bitte heirate mich. Ah, der ist ja schon verheiratet. Vielleicht sieht er es ja. Grüße, Broken. Der hat jetzt 33.000 Abonnenten. Und das finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie viele Videos ihr hochgeladen hat. Sieht man das hier irgendwo? Leider nicht, aber wenn wir nach Broken suchen, Broken, so 5, 6, 8. Da sieht man 1090 Videos. Da bin ich noch gar nicht. Weil wir werden hier nach Flatrate Games googeln, so YouTuben. Habe ich 202 Videos aufgenommen. Und da ist Kalle. Grüße dich, Kalle. Wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, ich habe mir so ein kleines Filmchen über meinen Vogel gemacht. Der Killervogel. Ein Specials für 250 Abonnenten-Special. Ich müsste mal so ein Best-of-Videos machen von mir. Also da will ich mir Zeit für lassen. Wenn ich hier auf Videos gehe. Habe ich Special?
500er Abonnenten-Special, 1000er Abonnenten-Special, 250er Abonnenten-Special. Das ist ziemlich witzig, da habe ich so Nachrichten gefaked. Und mein Vogel, Killervogel Kalle. Auch ein geiles Video, ich liebe dieses Tierchen. Ja, ich vermisse ihn gerade sehr. Ja, ist einfach geil. Ich würde mich freuen über mehr Likes hier, über mehr Kommentare, über auch private Nachrichten. Das schreibt mir einfach, ich weiß nicht. Ich bin anfassbar. Ja, was ist denn eigentlich jetzt passiert auf diesem tollen YouTube-Kanal? Das sind so meine Top 10 Videos, also die sind berufen sich darauf, wie viele Aufrufe in den letzten 30 Tagen waren. Und Let's Play Together World of Tanks 002 ist irgendwie 630 Mal aufgerufen worden. What the fuck? Kapier ich gar nicht. Wie installiert man Mods bei World of Tanks? Das Video... Weiß gar nicht. Sehe ich das hier? Ah, ich muss hier nochmal hier draufklicken. Ja, das Video hat 46.000 Aufrufe. What the fuck? Ich habe auch immer hier so irgendwelche Gold-Spammer hier drunter. Okay, ich habe die wahrscheinlich schon alle gelöscht, wahrscheinlich. Ja, ein wunderschöner... Da gibt's immer so ein paar Spacken, die dann sich unter seine YouTube-Videos schreiben wollen und hey, hier, kaufe da. 16.000. Was ist denn das? Minuten? 16.800 Minuten ab Wiedergabezeit mit diesen 3.600 Views. Ja, wenn die da so 2-3 Minuten guckt, da durchschnittliche Wiedergabezeit. 3.000 mal fast 5. Ist da, naja, kommt genau dahin. Positive Bewertung 114, negative 14, Kommentare 62. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich freue mich über jedes Kommentar. Likes sind auch toll, aber... Kommentare sind mehr wert. Geteilte Inhalte, ne, wenn ihr meinen Content, also sprich meine Videos, meinen Inhalt toll findet, teilt's einfach. Natürlich nur an Freunde, die auch Let's Plays gucken, oder? Geht in Let's Play-Gruppen auf Facebook und teilt sie dort. Damit helft ihr mir, größer zu werden, bekannter zu werden. Das kostet nur 2 Klicks. Und ich freue mich über sowas. Videos in Playlists, 13 Abonnenten. Es gibt hier eine tolle Seite. Socialblade.com, da kann man jeden YouTuber, kann man da aufs Genaueste analysieren. Socialblade.com, kostet nichts, habe ich hier mich mal selbst eingegeben. Und hier steht's ja, 3.499 Views in den letzten 30 Tagen. Was sagt hier YouTube? 3.518, kommt ungefähr hin. Ich habe 10 Abonnenten in den letzten 30 Tagen gewonnen, aber die Zahl geht runter. Mein monatliches Einkommen sind 87 Cent zu 14 Euro. Das ist eine große Spanne, aber ich verdiene gar nichts mit YouTube derzeit. Ich habe ein Video monetarisiert, weil ich es auch darf, weil es einfach nur ein abgefilmter Bildschirm ist. Aber ich darf die ganzen YouTube-Videos darf ich nicht monetarisieren, weil ich habe keine Lizenzen. Ich bin in keinem Netzwerk. Sieht man hier, Netzwerk, none. Das heißt, wenn ihr ein nettes Netzwerk habt, dann immer her damit. Und hier sieht man mal so die letzten, was ist das hier? 30 Tage. Hier sieht man die Abonnenten und hier sieht man die Video-Views. Im Durchschnitt habe ich hier 117 Views am Tag. Was okay ist, finde ich. Und im Durchschnitt bekomme ich einen Abonnent am Tag, sagt er mir. Und die letzten 30 Tage 10 Abonnenten bekommen. Hier mal 1 plus, 2 plus, 3 plus, dann wieder Minus. Aber Daily Average 1 ist wahrscheinlich aufgerundet. Das ist ja ein Drittel, ne? Und das sind halt eben... Hier sieht man so die Gesamtviews, ich habe mal 15.000 Aufrufe im Monat gemacht, ne? Soll ich mal reinziehen? Das war Oktober 2012. Und hier sieht man richtig, wie der Kanal runtergegangen ist. Und jetzt hier, da, guck mal, das ist die letzten Tage hier. Diese kleine Anhöhe, geht wieder oben. Und die Subs per Month, die gehen jetzt auch wieder hoch. Ich war mal, was hat Monthly Subs? Ich war bei 100, über 100 Subscriber pro Monat. What the fuck, echt? Ja, stimmt. Kommentiert dieses Video, wenn ihr seit Anfang an Abonnent von mir seid. Und unterstreicht die folgende Aussage. Wisst ihr noch, wie dieser Kanal gestartet ist? Ich habe gesagt, wenn ich 100 Abonnenten habe, werde ich Let's Player. Oder dann starte ich Let's Playing. Und ich wüsste was, ich habe es geschafft. Natürlich nur durch Broken. Der hatte damals 300, 400, 500 Abonnenten. Ich weiß nicht mehr, wie viel ungefähr so war es. Und er hat mir Abonnenten abgegeben, ne?
So bin ich gestartet. Überlegt mal. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch Let's Player, der freut sich über jeden Abonnenten und hat gerade mal 40, 50, 60 Abonnenten, so fängt alles an. Aber ich habe mit 100 direkt gestartet. Es ging direkt hoch, 100, 200, 300, 400, 500 bis 700 Abonnenten ging rucki zucki. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, da gab es Stress, Ärger und dann bin ich, das seht ihr hier, ne? 100, das war so dieser Peak, aber das ging dann nochmal so über 50 am Tag, was ist das hier? Am Tag? Ne, am Tag ist das nicht. Durchschnittlich monthly Subs, 68, ist ja monatlich. 68 Abonnenten. Und dann seht ihr, das ist immer wieder weniger geworden, aber es ist permanent so eine Seitwärtsbewegung, ne? Bis 700 Abonnenten habe ich nicht mehr viel gemacht, weil ich habe mich geschäftlich etwas gewidmet. Und das 1000 Abo-Special weiß ich noch ganz genau, wo ich da war. Und da habe ich dann ein Hangout gemacht. Hangouts wird es demnächst auch geben. Wenn dann aber angekündigt, guckt in eure Abo-Box. Am besten guckt, dass ihr E-Mails bekommt, wenn man, wann ich, das kann man sich ja einstellen, glaube ich. Kann man sich das noch einstellen? Ich gehe mal kurz auf meinen Kanal. YouTube verändert sich ja dauernd. Broken habe ich abonniert. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe und auf dieses Rädchen, ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal haben. Das heißt, wenn ihr einen YouTuber wirklich mögt und ihr wollt nichts von ihm verpassen, guckt, dass ihr auf dieses Abo, auf den Kanal geht. Ihr geht auf Abonniert, aber nicht Abo beenden, sondern auf das Rädchen da links, rechts daneben. Und kannst hier dieses Häkchen reinmachen und du wirst bei Einstellung E-Mail abonniert und dann kannst du da mal klicken, ne? Sehr interessant, ja. Analytics, ne, wo war das? Da, Social Blade. Genau, und bei 1000 Abonnenten habe ich dann ein Hangout gemacht. Deswegen war damals dabei, ich glaube, der Los Ferratos. Ah, ich weiß gar nicht mehr. Und da war ich noch nicht mal zu Hause. War ich unterwegs in der Welt. Bei Fürth, glaube ich, war das Nürnberg. Genau. Aber es ist immer hier so ein bisschen passiert, ne? Und jetzt hier, jetzt seht ihr, wie das geht. Jetzt gehen die Abonnenten wieder nach oben. Wahrscheinlich bist du gerade ein frischer, neuer Abonnent von mir. Freue ich mich. Sag einfach mal Hallo, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich. Ich freue mich auf soziale Interaktion. Ich mache das hier wegen euch, um, weil es mir Spaß macht, mit euch zu interagieren, euch zu zum Lachen zu bringen, zu unterhalten, vielleicht ein paar Lebenseinsichten, die ihr gerade in diesem Moment braucht, zu teilen. Oder, ja, schreibt mir mal eure aktuellsten Probleme, die ihr im Leben habt. Und da kann ich das mal in irgendein Let's Play einbauen. Oder ein Let's Quatsch oder sowas. Ist auch ein Let's Quatsch hier mit Update und so weiter, ne? Ach, witzig. Was ist das für ein Lied eigentlich? Gunnar Olsen Fly High, auch ein schöner Titel, gefällt mir. Ja, das sind die monatlichen Views. Das sind die Tagesviews, ne? Es gibt hier aber noch, See Full Monthly Statistics, ja genau. Und da seht ihr dann, was so abgeht. Ah, jetzt mal gucken. Daily Subs. Oktober 2012. Daily. Ach so, das ist Daily dann. Hier oben hatten wir mal monatlich, ne? Daily Video Views. 14. Januar hatte ich 2500 Aufrufe. Ist das realistisch? Januar 2014. Okay, alles klar. Total Video Views. Hier seht ihr hier so und dann flacht diese Kurve ab. Und hier hinten dieser Fitzel, wo es wieder so ein bisschen hoch geht. 235. Ne? Das sind wir gerade. Da bist du jetzt mit live dabei, wie es hochgeht. Könnt ihr immer gerne gucken. Socialblade.com, ich bin nicht eingeloggt hier. Muss man noch gar nicht. Total Views per Month for Flatrate Games. Hier oben waren wir mal. 15.000. Und jetzt hier geht es hier wieder hoch. Und ich will da wieder hin. Weil hier einfach... Die Kommentare waren cool. Die privaten Nachrichten habe ich mich gefreut drüber. Die ganze Interaktion macht Spaß. Guck mal, hier kann man sogar Subscriber Activity. Das ist ja stündlich hier. 9.1. 10.1. Ist wahrscheinlich nach American Zeit oder sowas. Ich weiß es nicht, wo die Seite gehostet ist.
Weil gut, in den letzten Stunden habe ich keinen Abonnent dazu bekommen. Gestern habe ich einen verloren. Okay, es ist jetzt zwar der 11., aber wir gehen jetzt mal vom 10. aus. Und ja, passiert halt. Ne, plus 1 da, minus 1 da. Ist auch okay. Es ist ja auch so, dass, kann man hier zurückgehen? Ne, ne, kann man nicht. Ich hatte doch am Anfang, als ich wieder angefangen habe, Videos hochzuladen, minus 11 am Tag oder minus 14 und sowas. Aber das ist okay. Die haben einfach keinen Bock mehr auf mich und das wird auch keinen Sinn machen, mich zu abonnieren. Wenn ich auf einen Kanal nicht mehr Bock habe, dann deabonniere ich. Ja, liebe Freunde, ich will das Video. Ist ein bisschen Gequatsche. Wir haben jetzt hier 45 Minuten. Ach du heiler Bimbam. Ihr habt ein bisschen was über mich erfahren, dass ich momentan so ein bisschen in der Lebensumbruchsphase stecke. Dass ich nur ab und zu an hochladen kann. Es wird sich auch nicht verändern, aber ich habe jetzt heute bis Freitag, am heute den 11. bis Freitag habe ich jeden Tag ein Video schon auf Planung liegen. Freut euch über Videos, ich freue mich über Kommentare. Morgen kommt ein super Video, das kommt in Full HD raus sogar, 1900 mal irgendwas. Das sind noch 2 GB, 20 Minuten, ich werde gleich noch ein bisschen was produzieren. Und freue mich auf euch. Was kommt? Es wird Counter-Strike Go, wird Content kommen. Ich bin nicht der beste Counter-Strike-Spieler, aber ich bin so ein guter Mittelskill. Und mal gucken, vielleicht gehen wir ja auf eine Reise in Richtung Highskill, weil ich hätte gern meine ganzen alten Freunde. Ich habe ja Counter-Strike 1.6 so richtig krass gesuchtet. Ich habe allein in Steam 2000 Stunden Counter-Strike. da auf, ne? 1.6 aber, ne? Jetzt CSGO ist ein ganz neues Spiel, muss ich erstmal komplett reinkommen und alle meine ganzen alten Kollegen noch, mit denen ich zu tun habe aus Counter-Strike, die sind alles Global Elite. Das ist Global Elite. Das sind. Entschuldigung, das sind, ist der höchste Rang im Competitive-Modus da, ne? Im Wettkampfsmodus, heißt es ja Deutsch. Und ja, denkt dran, wenn ihr tolle Netzwerke habt, sagt mir die mal, wenn ihr Kontakte habt, immer her damit. Wenn ihr Bock habt mit meinem Squad. Oder mit unserem, ist ja nicht mein Squad, das ist einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen, aber wenn man öfter spielt, ist man schon irgendwie so ein Team. Muss man erstmal bilden. Bisschen CSGO suchten. Für Tipps und was auch immer bin ich immer gerne offen. Offen. Ja, kommentiert, Daumen hoch reicht nicht. Und private Nachrichten. Wenn ich helfen kann, helfe ich gerne. Ja. Verteilt mich in der Welt. In Foren, auf Facebook, in gewissen, gibt's Let's Play-Gruppen auf Facebook, ich weiß es nicht, liked mich dort. Und ich werde die Tage da mal ein bisschen was, palette Sachen teilen, lustige Sachen, euch was fragen, wie es euch geht, was ihr Schönes zockt und so weiter. Und ich will auch Gewinnspiele machen, die ich selbst finanziere oder ich krieg halt eben auch Sponsoren an Land oder wenn ihr Sponsoren kennt, immer her damit. Und ich will auf jeden Fall 2016 mit euch rocken, ich will mit euch zocken, gemeinsam mit euch da abgehen. Was sagt YouTube zu den Abonnenten hier? Gucken wir da noch mal rein. Ich hab grad, das muss ich ganz ehrlich, ich hab grad Blähungen, weil ich eben gegessen habe. Jetzt kommt das Essen. Lädt er nicht hier? Ich hatte eigentlich geklickt. Ah, da kommt er doch. Also, das ist so ein Zickzackkurs. Gewonnen 28, verloren 15. Aber ihr müsst euch mal sehen, ich habe 28 Leute gewonnen. Und ich habe aber 15 verloren, weil momentan mischt sich mein Kanal mal wieder so durch. Das heißt, alte Abonnenten, die noch merken, hey, der Flatrate macht wieder was, ich guck mal rein, ah, gefällt mir nicht, ich hau mal ab. Die müssen sich erstmal so ein bisschen trennen, aber dann geht der Kanal steil nach oben. Ich hatte erst gedacht, komm, Flatty, mach's einen neuen Kanal. Einfach mal neu. Guck mal, was geht. Ist aber nicht, ne? Ich habe einfach gesagt, komm, das wäre zu schade. 1000, 200. Ich hatte mal über 1200 Abonnenten. 1150 habe ich jetzt. Und ich freue mich über jeden Einzelnen. Lass uns mal über. Man kann doch hier längere, genau. Die letzten 90 Tage. Das ist doch das, was interessiert, oder? Guck, da seht ihr es. 33 verloren. Und 6 gewonnen, insgesamt übrig sind 3 Abonnenten geblieben. Und das ist doch völlig okay. Das ist völlig okay.
Ich hab eigentlich gedacht, ich habe gar keine Abonnenten mehr, aber ich bin eines Besseren belehrt worden, freue mich über jeden Kontakt, über zum Beispiel über einen Breezer, da weiß ich Bescheid, der kommentiert immer. Breezer Baby, freue ich mich. Ich habe dich auch nicht in XCOM vergessen, aber ich glaube, das warst du, ne? Da kriegst du noch einen Namen von mir in Game. Nicht vergessen. Siehst du, den Breezer weiß ich sofort, der ist es. Da weiß ich, wer es ist. Und ich freue mich auch über die nächsten. So, jetzt können wir hier diesen Zeitraum mal komplett verlängern. Gucken wir mal, was insgesamt abgeht. So. Ja, guck da, ich habe Minus gemacht seit Januar 2015. Ist ja logisch, ich hatte über 1200 Abonnenten. Wie weit kann ich denn zurückgehen hier? Zeitraum seit Erstellung. Ach, das ist da auch eine schöne Statistik, ne? Wer jetzt Statistiken noch mit mir haben möchte, der guckt hier rein. Guckt mal, ich habe über 2270 Abonnenten hatte ich insgesamt mal. Die habe ich eingesammelt über die ganze Zeit. Ist aber ein Sternchen dran, was heißt denn das? Was heißt das? Ist auch ein Sternchen dran. Was ist denn das Sternchen? Ist das das hier? Die Abonnenten wurden zwischen 20. August 2013, okay, das sind 3 Tage, wurden sie nicht richtig erfasst. Okay, das sind halt 5 Tage, wo sie nicht richtig erfasst werden, oder das ist jetzt bei mir so. Machen wir mal vierteljährlich. So, da sieht ihr zumindest, was hier abgeht. So, was ist hier? Das ist nochmal den kompletten Zeitraum hier. Was wird monatlich? Weil täglich war echt ein bisschen viel. Hier, das ist der Mai 2012 habe ich angefangen, oder haben wir angefangen. Das ist, ich will uns als wir sehen. Und bei mir heißen die Abonnenten nicht Abonnenten, sondern Abo-Torienten. Du bist ein Abo-Torient von Flatrate Games, der Lachmuskelapparat für dich im Netz. Und 134. Guck mal, welcher Kanal startet so? Jemand, der Hilfe hat. Und was ich auch machen möchte in der Zukunft, wenn ich mal was größer bin, so 10, 20, 30.000 Abonnenten, das ist, wer Commander Krieger kennt, wenn er Commander Krieger nicht kennt, dann guckt ihn euch an. Also ich gucke auch die Let's Plays von Commander Krieger nicht, sondern ich finde ihn als Mensch verdammt interessant und er hat sehr viel Real-Life-Stuff, Vlogs. Er spricht über YouTube, er zeigt, ich zeig ihn einfach euch einfach mal. Seht ihr alles, wenn ich hier abonniert habe? Alexi, Bexi, toll. Die Fretti, aber die zockt leider nicht mehr. Nettes Mädel. Eve Stuff habe ich abonniert. Le Floyd, ja. Ich gucke bei ihm gar nicht mehr so rein, obwohl er schon krass ist. Habe ich Gronkh hier eigentlich abonniert? Ne, ich habe Gronkh nicht abonniert, aber ich gucke ab und zu bei ihm rein. Oder auch Streams. Streams! Ich will unheimlich gerne streamen. Und ich kann momentan sogar streamen. Vielleicht machen wir demnächst mal einen Teststream, aber dann müssen wir. Das wird dann so Mittag bis Nachmittag Bereich sein. Da bin ich mal gespannt, wie viele von euch da mitmachen. Da zocken wir mal. Da, Commander Krieger. Ja, da sieht man ihn schon. Dieser Kerl ist einfach. Er gefällt mir. Vom menschlichen Wesen. Der macht so FIFA 16, der macht so Call of Duty Black Ops Commentaries. Also, absolut authentisch der Kerl. Macht richtig Spaß. Er hat doch fast 800.000 Abos. Also ist er kein kleiner. Aber was mir hier super gefällt, müsst ihr mal auf Playlist klicken. Vielleicht dauert das Video jetzt hier eine Stunde. Einfach mal über das Leben quatschen, so ein bisschen zeigen. So, total interessant, was der Kerl hier macht. So. Der macht das hier. Padawan. Commander Kriegers Padawan. Das heißt, 4 YouTuber, sowas, oder 10 YouTuber werben sich bei ihm. Und die müssen dann Aufgaben erfüllen. Von Woche zu Woche. Und die Community oder er suchen dann aus, wer weiterkommt. Und zum Schluss bleibt einer übrig und der pusht den. Das heißt, er gibt den Abonnenten ab. Und das finde ich geil. Sowas zurückzugeben. Finde ich absolut geil. Auf sowas habe ich auch Bock. Ja, aber ich will es ein bisschen fairer gestalten, dass man. Das heißt fair, er macht es nicht unfair. Aber vielleicht kann man mehrere unterstützen. Das kann nicht nur einer gewinnen.
Ne? Ihr wisst, was ich meine. Alle sollten gewinnen, aber einer sollte zum Schluss, was auch geil ist hier. Deine Karriere auf YouTube. Der hat 15 Videos zum Thema deine Karriere. Deine Karriere auf YouTube. Pilotfolge. Wie läuft es mit eurem, es ab von eurem Commander Krieger? Vorbereitung für YouTube. Zielsetzung. Dann die Hardware, die man braucht. Konsole, weil der nimmt von Konsole auf. Fraps braucht man natürlich auch, aber ich benutze keinen Fraps. Ich benutze hier Open Broadcaster Software, wie man sieht. Kostenlos, absolut genial. Love it. Erklärung, dann wie man halt eben auch Vegas Movie Studio rendert. Also ich benutze Open Broadcast Software und der komprimiert das Video sofort und du musst nicht mehr rendern. Also sprich, ein Video dann von hohem Format in ein tiefes Format umkonvertieren, sodass es uploadfähig ist. Oder auch Effekte. Ich schneide auch nicht mehr. Ich mache alles live. Das merkt ihr. Ich habe immer eine Begrüßung drin und auch einen Abspann oder eine Verabschiedung. Das mache ich alles mit OBS. F9 ist Aufnehmen, F10 ist Ende. Und hat hier alles drin. Konzeptentwicklung, Kanalgründung, der richtige Name und so weiter. Das ist alles, wenn ihr Bock habt, richtig YouTube zu machen, aus Spaß natürlich und auch richtig professionell. Irgendwann kann da auch mal ein Beruf draus werden. Wie er bei ihm zum Beispiel. Dann könnt ihr das hier gucken. Das ist total geil. Der hat aber auch andere Sachen hier noch. Hat er das irgendwie... Hat er das hier auch irgendwie in eine Playlist reingepackt? Mein Leben als YouTuber, ich packe auch aus. Hinter den Kulissen, der sagt auch teilweise, was er verdient mal hat. Weißt du, man, YouTuber darf ja nicht sagen, was er verdient. Auch total genial. Aber was ich jetzt meine, ist zum Beispiel, wenn man jetzt hier mal hier auf irgendwas drauf geht, Hardware-Erklärung. Der hat auch so, wie man Klickzahlen generiert auf YouTube. Wisst ihr, was ich meine? Da! Das meine ich. Mehr Klicks für deinen Kanal, wie YouTube funktioniert. 115.000 Aufrufe. 28 Minuten Video von Commander Krieger. Kann ich euch echt nur ans Herz legen, dieses Video. Ich habe aus meiner Selbstständigkeit detailliertes Wissen über YouTube. Ich weiß, wie ich größere Reichweite bekomme, dass meine Videos besser gerankt werden. Ich habe es noch nicht angewandt, aber es wird doch irgendwie, ich werde es irgendwann anwenden. Das nennt man auch SEO, Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung. Und hier erklärt ihr echt eine Menge. Also wenn ihr das euch interessiert, guckt es euch an. Absolut geil. So, das muss ich einfach sagen. So. Ich weiß gar nicht, ob ihr im Hintergrund immer was gehört habt. Hier war noch so ein... hab noch einen Stream von einem Counter-Strike-Gamer laufen lassen. Aber ihr habt ja Musik im Hintergrund gehabt. Ich hab's mal leise gemacht. Ich hab's es nochmal gerade gehört. Ich dachte gerade, mein Kollege, wo ich hier bin, habe ich wach gemacht. So, wir wollen aber noch Statistik reingehen. So. Hier ist hochgeschossen, der Kanal, auf über 100 Abonnenten. Und dann ist es nochmal 100 im nächsten Monat. 108, 96 und auf 48 runter. Ich glaube, hier hatte ich schon eine Pause drin. Aber da kommen so 14, 34. Und jetzt haben wir wieder Dezember 2015, 10. Im Januar habe ich schon 3 Abonnenten. Herzlich willkommen, wenn du das gerade siehst. Freue ich mich total. Also ich habe eine Menge vor, wie ihr seht. Ich habe richtig Potenzial. Ich habe richtig Bock. Ich muss nur einen richtigen PC bekommen. Eine richtige Leitung. Eine ruhige Wohnung, wo ich mein Ding tun kann mit Kalle. Und dann können wir alle eine Menge Spaß haben. Und dann zocken wir auch viel gemeinsam, ne? Hab ich Bock drauf. Deswegen, liked mich auf Facebook, holt euch meine Freundschaft bei Steam ab, sobald ihr noch könnt. Irgendwann wird es nicht mehr gehen, weil Steam nur gewisse Freunde pro Level sowas hat. Was ich total bescheuert finde, aber es ist einfach so. Gibt es hier sonst noch irgendwelche schlussigen Statistiken zu zeigen? Views wäre interessant, oder? Geschätzte Einnahmen. Boah, mal gucken, wie viel reich wir jetzt hier sind. Wahrscheinlich gar nichts. Hey, 59 Cent. Habe ich die eingenommen, oder was? Ach, guck mal. Ich habe Dezember, habe ich 34 Cent verdient. Ich habe nur ein Video monetarisiert. Nur ein Video. Interessant. 59 Cent verdient. Yeah! Der neue Gaming-PC ist drin. Ja, und es wird natürlich ein Netzwerk geben. Wir werden Werbung davor haben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann... Adblock aus.
oder mir was donaten, aber ich habe da noch gar nichts eingerichtet. Ich komisch so eine Donation, also sprich eine Donation auf Deutsch. Spende. Eine Spende anzunehmen. Obwohl mir so ein Abonnent sogar schon mal 10 Euro Paysafe-Karte spendiert hat. Ich weiß gar nicht, ob der noch zuguckt. Und wenn, dann sage ich danke. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber ich habe noch einen gewissen Namen im Kopf, aber ich weiß es nicht. Irgendwas mit Luciano oder sowas. Und von 10 Euro hat er mir gespendet. Und da habe ich damals meinen World of Tanks Clan für gekauft. Der kostet ja 10 Euro, der Schwachsinn. Berichte zur Wiedergabezeit. Anzeigenleistung. Ach so. Nee. Okay, nee. Wiedergabezeit. Wiedergabeorte, Zugriffsquellen. Was möchte ich denn gucken? Ich will die Views gucken. Ich klicke nochmal kurz auf Analytics. Das ist dann die letzte Statistik, die ich euch teile. Ach so, hier kannst du auch Nutzer ohne Abo. Das ist ja interessant. Das heißt, ich muss mal gerade mal... gerade anders hinsetzen, so. Die Wiedergabezeit in Minuten. Die Views hier, da klicken wir mal drauf. So, was ist das hier? 29.12. 552 Aufrufe. Das ist Gesamtkanal, ne? Warum ist denn diese Spitze da? Das kann ich mir jetzt nicht erklären. So, wir gucken uns mal die gesamte Seite der Stellung an. Das ist, da gucken wir erst gleich drüber. Ich lasse nochmal kurz... letzte 30 Tage. Das hat der hier, ne? 3.500 Aufrufe, 16.861 Minuten sind das. Wow. Und, so machen wir das mal so. Was ändert sich jetzt hier? Wie installiert man Mods? 4.400. Auf dieses Video habe ich Werbung geschaltet, weil das einfach nur so ein Blabla-Zeig- und Desktop-Video ist. Da brauche ich ja keine Lizenzen für. World of Tanks 2. Was habe ich denn da gemacht? 2.000 Klicks auf das Video. Let's play together World of Tanks. Mein Kanal wurde gehackt. Das war so eine funny Überschrift. Mal leise machen, ja? Mal die Musik aus und wir gucken mal rein. Ja, was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung. Was ist das für ein Spiel? Eve Offline? Keine Ahnung. Ja, meine Stimme kennt ihr, aber ich darf ihn nochmal vorstellen. Ich bin Kanzlerin Merkel. Ne, auch nicht. Hier ist der Flatrate. Unglaublich. Und was da? Schmitschi Mutschki Grafike. Ja, deine Mutter. Und ja, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich sitze in einem Panzer. Und da, ich... Ja, Let's Play Together mit dem Joker und Losferatus. Beide seid gegrüßt. Ich glaube, die gucken das Video nicht. Ich weiß nicht, was an diesem Video so toll ist, aber das hat doch nur 3.250 Aufrufe. Ich weiß nicht, was hier los ist. Jetzt können wir die Musik anmachen hier. Ja. Ach, in Minuten 639 Aufrufe. Die aber irgendwie an diesem Tag, 300 Aufrufe an diesem Tag. Ich verstehe es nicht. Naja. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Keine Ahnung. Und ihr seht, hier wird einiges geguckt. Weihnachtsspecial, Extra Large, Clicker Heroes. 337 Aufrufe? Oder ist das Minuten? Minuten, alles klar, hier sind die Aufrufe. Ja, das ist momentan das, was halt eben nicht so die Aufrufe auf den aktuellen Videos. Das muss sich erst noch alles entwickeln. Ne? Wir haben so viele Abonnenten verloren und wieder ein paar gewonnen. Das hat sich aber ausgeglichen. Es wird jetzt so lange durchgetauscht, bis ich wieder steige in der Abonnentenzahl. Und es wird schon packen. Ja, liebe Freunde. Ich wollte es nicht zu lang machen, aber ich habe jetzt hier über eine Stunde. Ich lad's hoch. Wer es bis zum Schluss gucken will, guckt. Dann schreib in die... Wenn du bis zum Schluss geguckt hast, schreibst du einfach Dosenbier. Schreibst du einfach Dosenbier in die Kommentare, ja? Dann weiß ich, dass du bis zum Schluss geguckt hast. Der Rest musst du es noch nicht verstehen. Das ist unsere geheime Sprache, verstehst du? Schätzelein, ich hab Rücken, ne? Ja.
Ach, ich muss noch weiter mit dir Statistik. Nochmal nur ganz, ganz kurz. Wir gucken uns die letzten Videos mal an. Genau, wir gucken uns hier auf meinem, meine Videos an. Ach, dann sehe ich aber, was noch eine nicht, okay. Geht das hier? Geht das hier? Als ich selbst? Nee, als wiederkehrender Abonnent. Genau, dann funktioniert das auch. Dann siehst du nämlich die... Dann sehen wir die Videos hier. Klicker-Jurus. Das habe ich vor 10 Stunden freigegeben. 10 Aufrufe. Minecraft, das ist Hurt World. Das ist ein cooles Survival-Game. 17 Aufrufe. Hurt World. Hier Robocraft. 38 Aufrufe. Da merke ich ganz klar, Robocraft interessiert euch auf jeden Fall so ein bisschen. Ups, ich wollte gar nicht klicken. Third World, Robocraft 41. Third World 21. Robocraft 50. Robocraft 56. Third World 12. Das heißt, Robocraft werde ich weitermachen und ich werde mir noch ein anderes Panzerspiel oder so suchen. Vielleicht wird es auch CSGO bringen, wer weiß. Und oder vielleicht Hearthstone. Wir werden es erleben. Und was ist hier noch? Ich hatte ja das bei Weihnachtsspecial, da so Überlänge 40 Minuten. 50 Aufrufe. Ich will kurz was gucken. Ich hatte ja dieses Update-Video. Der Update. 147 Aufrufe bis jetzt. Ja. Das ist das Update-Video. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, warum ich wieder da war, neuer PC, Kalle, bla. Dann guckt ihr mal hier rein. Was noch nicht geguckt hat, solltet es mal machen. Breaker sei gegrüßt, der René Glas sei gegrüßt, Technik Creek sei gegrüßt, Alex Namenlos, der Papa, Tom G, Let's Play German oder Blue Lightning. Aber was man hier ganz klar sieht, schaut euch an, hier ist mein Update, 147 Views und das sind meine Videos für über einem Jahr. 1400 Aufrufe, 619 Aufrufe, 514, da bin ich noch lange nicht mehr. Da war ich mal, Leute. Und wer noch dabei war, noch dabei ist, da freue ich mich. Dann machen wir hier schnell zum Schluss. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Denkt dran, mich zu unterstützen, dann kann ich euch unterstützen. Lasst uns was gemeinsam Schönes aufbauen, Community, zocken. Und ja, das ist mein größtes Video hier, größte Beliebtheit. Und das ist dieses, wie installiert man Mods für 46.000. Oder mein erstes Let's Play von World of Tanks 12.000. Günstiger kaufen World of Tanks Update. Legal. Da habe ich ein bisschen aufgeklärt. Let's Show World of Tanks. Scout Zubehör. Da haben wir Taktiken gesprochen. Ja. Auch sehr interessantes Video. EVE Online. 6.200. Echt jetzt? Interessant. Das sind einfach krasse Zahlen. Da komme ich wieder hin. Kommen wir gemeinsam hin. Ich komme nur durch euch dahin. Und wir sehen uns dann in der nahen Zukunft. Bis dahin. Euer Fletti, bleibt mir gediegen. Tschüss.